Meine Freunde, willkommen zu einer der größten Schlachten, die wir auf den Meeren erleben können. Das Deutsche Kaiserreich gegen das britische Empire im Jahr 1940. Das heißt, wir haben massive Schiffe, die sich gegenseitig beschießen werden. Wir sehen hier das Setup. Und wie immer, wenn euch das Ganze gefällt, gerne auch Bewertungen dalassen, Kommentare schreiben, abonnieren. Und wenn ihr weitere Ideen habt oder Wünsche für Zusammenstellung der Armeen für Nationen, die gegeneinander kämpfen. Wir haben ja einige Nationen, wie ihr sehen könnt. Tendenz weiter steigend mit fortlaufender Entwicklungsdauer des Spiels. Gerne ab in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und dieser gewaltigen Schlacht. Ihr könnt übrigens jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wer ihr denkt, wird gewinnen. Wird es das Deutsche Kaiserreich sein oder doch das britische Empire? Wir sind gespannt. Hier sehen wir nochmal das Setup, es schaut schön aus und jetzt sind wir mal gespannt, was uns die Nationen in den letzten Jahren so an den Kopf geschmissen haben. Sollen wir das kurz machen müssen? Das sollten wir jetzt nicht gleich machen. Wir müssen natürlich noch kurz die deutsche KI einschalten, dass die das hier selber übernehmen. Wir sind ja nur Zuschauer in dieser gewaltigen Seeschlacht. Da sehen wir auch die ganzen Schiffe, das ist doch mal groß. Da fliegen auch schon die Geschosse, beide Seiten haben hier eine ganz klare Meinung voneinander und die ist nicht unbedingt freundlich gestimmt. Wir sehen, die deutschen Geschosse treffen aktuell allerdings nicht. Da weiß keiner, wo die hinfliegen. Jedenfalls nicht ins Ziel. Die britischen Geschosse hingegen, die schauen mir noch mal etwas zielstrebiger aus. Die haben auch schon die ersten Schadenspunkte, wobei hier aktuell das deutsche Kaiserreich schadenstechnisch doch noch ein bisschen vorne weg ist. Übrigens, das ist natürlich eine gewaltige Seeschlacht, was wir hier sehen. Kam geschichtlich so relativ selten vor, dass so gewaltige Truppenverbände aufeinander getroffen sind. Auf See. Vor allem nicht alle auf einmal, ne? Das kommt auch noch mit dazu. Meistens waren immer nur weniger Schiffe involviert und die anderen Schiffe haben versucht einzugreifen, bestimmte Manöver durchgeführt. Und die sind hier jedenfalls schon mal abgesoffen, glaube ich. Haben noch nicht mal den Namen dieses wunderschönen Exemplars von Schiff gefunden. Es handelt sich hier auf alle Fälle um ein kleineres Schiff, leichten Kreuzer. Haben trotzdem allen nicht genug Informationen bekommen. Der geht quasi unter, bevor man überhaupt weiß, wer es ist und was er will. Ja, das Warship ist gesunken wegen Flutung. Da sehen wir jetzt dann auch gleich, wie das erste Schiff untergeht. Während hier natürlich, wir sehen jetzt hier tonnenweise Munition ausgetauscht wird. Die weiße Munition ist AP. AP steht für Armor Piercing. Besonders effizient natürlich beim Durchschlagen der Hülle, wenn es darum geht, Schiffe zum Sinken zu bringen auch. Das gelbe ist HE, High Explosive. Besonders effizient, wenn es darum geht, Schiffe in Brand zu setzen. Und wir sehen hier, die Mecklenburg scheint ein relativ gern gesehenes Ziel zu sein. Und das nächste Warship ist gesunken auf Seite der Briten. Da haben wir es. Und ich denke, auch hier haben wir wieder einen Wobei, das ist, glaube ich, nicht mal Flutungsschaden. Ich glaube, dass das Schiff einfach komplett abgebrannt ist. Das Schiff dürfte komplett verbrannt sein. Weil wir sehen hier noch einen ganz kleinen blauen Balken. Den haben wir hier nicht mehr. Das Schiff ist untergegangen, weil so viel Wasser reingelaufen ist. Das Schiff hier geht unter, weil es strukturell zerstört wurde. Aber die britische Flotte, ihr seht das ja, die schießen hier mit aller Gewalt und die fokussieren sich aktuell vor allem auf das deutsche Center. Und da gab es einen Torpedo-Hit. Es gab einen... Oh, da kommen Torpedos ohne Ende. Oh, da kommen richtig viele Torpedos. Die Bussard wurde auf alle Fälle hart getroffen von einem Torpedo. Da gibt es, wie wir hier sehen, Wassereinbruch in der fast kompletten vorderen Hälfte und Mitte. Teile hinten auch noch und die Falke geht unter. Die Falke geht unter. Damit geht da hier. Naja, da geht das erste deutsche Schiff drauf. Schauen wir uns natürlich auch mal die großen Schlachtschiffe an. Hier die Oldenburg zum Beispiel. Fette Rohre, die da drauf stehen. Ein Torpedoboot geht unter. Feindliches Torpedoboot da vorne. Das sind die Dinger, die hier die Torpedos geschossen haben. Die sich jetzt hier wieder alle auf den Weg machen. Wie wir hier sehen, enorm viele Torpedos. Nächste Torpedoboot ist untergegangen. Die Torpedos sind in gigantischen Reichweiten, aber so wie es ausschaut, kann die deutsche Flotte die größtenteils umgehen. Glücklich. Aber ich, oh, wobei, ich glaube, das wird, die Kaiser wird einen Treffer kassieren. Ja.
Aber richtig viel Glück. Das war sozusagen ein Streifschuss. Das hat es. Oh, das war glücklich hier. Der Torpedotreffer, dass der so harmlos war. Sehr viel Glück für die Kaiser. Haben sie Glück gehabt. Das muss man schon sagen. Also wir haben jetzt hier das Ding, dass die britischen Schiffe hier vorne halt doch relativ einfach zu fokussieren sind. Alles Torpedoboote, die jetzt schon sinken, aber da leben noch eins. Ein Torpedoboot lebt noch, dann leben hier noch zwei Zerstörer. Ne, sorry, ein Zerstörer. Ups, das Ding geht auch unter. Also die britische Flotte, die dürften jetzt auch gleich hier einen Untergang besiegeln. Die arbeiten zwar noch dran, wir hätten sie fast identifiziert, jetzt geht sie aber auch unter. Also die britische Flotte mit enormen Verlusten, wir sehen auch die Schadenswerte, sind brutal. 42.000 Schaden auf unserer Seite, 10.000 Schaden zugefügt von feindlicher Seite. Die britische Flotte sich davon nochmal erholen kann, ich weiß ja nicht. Trotz allem hier werden weiter schön Salben ausgetauscht. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen größeres Scharmützel. Die DDV-2 sinkt wegen Feuer. Das sind die Kollegen. Da sehen wir hier, das komplette Schiff fackelt ab. Ja, da gab es ein paar direkte Treffer. Vor allem der nach 5,44 Minuten hat sehr weh getan. Und dann der letzte um 5.20 Uhr, wie wir es einfach mal nennen. Da steht 0023 4444, dann kommt 541, dann kommt bei 512, 520. Das mit dem Zeitloch verstehe ich nicht ganz, aber wir haben einen relativ schweren Hit. Oh, jetzt auch noch ein Torpedo-Hit. Oh, oh. Hm. Sagen wir mal. Ja, ich denke mal, das um 5.20 Uhr. Wir nennen es jetzt einfach 5.20 Uhr, wir nehmen das als Uhrzeiten. Es gab leichte Probleme mit Zeitverzögerung. Oh Gott, da gibt es auch richtig starken Beschuss auf die Bussard. Oh, das wird nicht lange gut gehen. Nee, Flutungsschaden. Viele Lecks auf dem Schiff. Da leck mich fett. Die Bussard wird das nächste Schiff sein, was gleich Opfer des Ganzen hier wird. Wir sehen ja das schon. Ah, ja. Oh, Torpedo-Hits, Da gab es Torpedo-Hits an der... Oh, wir wissen es nicht. Bussard geht auf alle Fälle unter und hier gab es Torpedo-Hits. Und wir sehen hier auch gerade die Torpedos der Kriegsmarine. Auf dem Weg zum britischen Reihen. Und das könnte jetzt interessant werden, weil wir haben hier doch einige Schlachtschiffe, die sich jetzt panisch in Position begeben und versuchen dem auszuweichen. Zum Beispiel hier. Leider wissen wir noch nicht, um welches Schlachtschiff es sich hier handelt. Da hat's. Oh, das tut auch hier weh. Aber keine Torpedos. Die einzigen Torpedos haben wir hier. Und da kommen jetzt richtig viele. Und das dürften auch Treffer werden. Ich denke mal, hier wird es auf alle Fälle einen... Wird es auf alle Fälle geben. Den hier. Und der könnte treffen. Ja, der hat getroffen. Der fliegt ganz knapp vorbei. Aber... Jetzt kommt natürlich darauf an, wie weit die Reichweite von den Torpedos noch ist. Wie weit die noch schwimmen. Wobei die, ich glaube, hier ins Leere fahren. Die fahren hier ins Leere, denke ich mal. Aber der Torpedotreffer hier hat auf alle Fälle schon mal wehgetan. Das tat auch hier weh. Ärgerlich. Nächste Torpedo-Hit. Also massive Überlegenheit der deutschen Kriegsmarine hier. Ihr habt gesehen, die Voraussetzungen für beide Seiten waren gleich. Aber die Deutschen hier mit der Überlegenheit aktuell. Wetter ist super, es ist klar, es ist Tag, leichter Wind, leichter Wellengang, könnte aber auch schlimmer sein. Hier steht die Graf Spee ein bisschen in Flammen, wie wir sehen, da brennt es ein bisschen. Das werden sie versuchen zu löschen, gehe ich mal stark von aus. Sehr hübsches Schiff auch hier, fast schon Schlachtschiffniveau. Uiui, da hat aber einer richtig geschossen hier. Hier sind unsere Schlachtschiffe, die Scharnhorst, unsere geliebte Kaiser auch wieder hier mit am Start. Und die deutschen Schiffe holen zu einer nächsten großen Salve, außer auch die britischen Schiffe weiterhin mit starkem Beschuss. Ah, fast 40.000, über 40.000 mehr Schaden der deutschen Schiffe an den britischen. Das war auch nochmal ein Torpedo-Hit, glaube ich, oder? War es ein Torpedo-Hit oder hat da einfach die... Die deutsche Marine so harte Treffer gelandet, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, das könnten auch normale Treffer gewesen sein. Wir sehen auf alle Fälle bei uns doch jetzt auch ein paar Hits. Aber nichts Dramatisches. Das Schiff geht unter. Und hier, die Kollegen trifft es auch sehr hart. Da ist Motor kaputt, Steuerbord kaputt, Brücke kaputt, es brennt. Und deswegen wird dieses Schiff jetzt auch gleich untergehen. Sobald der rote Balken oben... Ja. Da geht das nächste britische Schiff baden. Wir sehen auch hier oben, wir haben... Ja. Einige feindliche Schiffe schon weniger als von unserer Seite. Wir haben jetzt quasi die zweite Phase dieser Schlachten. Da werden wir die Spielgeschwindigkeit für verdoppeln. Und zwar sind wir jetzt in dem Moment, wo sich beide Flotten vor allem auf die Distanz beschießen. Sowohl Britannien als auch Deutschland. Jetzt wird eine reine Fernschlacht. Da ist die Frage, wie entwickelt sich jetzt hier das Stärkeverhältnis? Sie haben natürlich die britische Flotte, die immer noch voll einsatzbereit ist. Die haben immer noch komplett eine relativ starke Armee auf dem Wasser. Aber wir sehen auch hier wieder starke... Ah, da sind immer noch Torpedos, starke Treffer. Und da fahren sie sogar durcheinander. Also nicht ineinander, sondern fahren wirklich durcheinander. Da haben die britischen Schiffe dann den Mitleidsbonus bekommen. Und wir haben hier auch viele Penetrierungen. Und generell habe ich das Gefühl, dass die deutschen Schiffe etwas treffsicherer sind als ihre britischen Counterparts hier an der Stelle. Oh, die kriegen richtig. Oh, aber auch die Ariadne. Auf deutscher Seite. Oder Ariadne, ist ja deutsch. Sinkt jetzt hier. Ein weiterer Verlust auf deutscher Seite. Was tat denn hier so weh? Mal gucken. Wir haben hier... Ja, 11.08 Uhr. Nennen wir es jetzt einfach mal. 11.08 Uhr war es jetzt hier. 9000 Damage gab es durch mehrere Hits. 7 Hits. Das tut weh. Das war der Grund für das Ableben. Aber ansonsten immer noch Deutschland mit mehr Damage als Britannien. Die BC Lion sinkt wegen Heavy Flooding. Ich finde es schön, dass wir überhaupt mal wussten, wie das Ding heißt. Ah ja, jetzt haben wir dann doch ein paar Namen hier. Da ist die Lord Nelson. Und die Lord Nelson fährt hier relativ weit vorne. Wurde hier ein Treffer sogar gelandet. Allerdings war der komplett nutzlos. Das war ein bisschen zu schwach. Wurde geblockt. Wir sehen jetzt hier, die komplette Crew ist auf die rechte Seite gegangen, damit die linke Seite oben liegt, damit hier möglichst viel Hülle ist, damit die nicht aufs Deck treffen, weil es brennt eh schon. Feuern sie trotz allem ihre Salben. Drehen die Dinger sich eigentlich auch? Ah ja, schau mal, die bewegen sich sogar. Habt ihr gesehen? Das kleine Rohr hat sich gerade bewegt. Ah. Die Brände vorne gelöscht. Und damit gibt es noch ein bisschen Hoffnung. Für die Lord Nelson. Die Lion hingegen nicht mehr. Die Prince Consort auch nicht. Colossus muss auch aufpassen. Auch irgendwie generell das Gefühl, dass die deutsche Seite deutlich mehr schießt als die britische hier. Wir sehen, kann sogar sein, dass vielleicht alle out of range sind. Das kann natürlich sein, dass die Manchester gar nicht mehr treffen kann hier. Ja. Die britischen Schiffe haben eine niedrigere Reichweite und haben sich hier ein bisschen aus der Range regioniert und positioniert. Dann machen wir jetzt mal die dritte Phase der Eskalation. Spielgeschwindigkeit 3. Schauen uns quasi diese Schlacht jetzt in einem leichten Zeitraffer an. Jetzt hat die Frage, können die britischen Schiffe, kann die britische Flotte sich von diesem doch relativ deutlichen Damage-Unterschied nochmal erholen? Wir haben 5% Trefferquote gegenüber 4,9% Trefferquote. Das heißt, wir haben ja auch schon deutlich weniger Schuss von der britischen Flotte, die auch wirklich geschossen wurden. Wir haben insgesamt auf der deutschen Seite 10.600 Schüsse, auf der anderen Seite haben wir 5.200. Na, das ist schon ein Unterschied. Also die britische Flotte ist hier sehr ineffizient. Die Colossus, da ist sie, geht ebenfalls unter. Britischen Schiffe wahrscheinlich mit größeren Rohren. Vielleicht eher darauf ausgelegt, mit Feuerkraft statt mit Feuermenge zu überzeugen, aber 14er Mark 4. Kommen wir bei uns rein. Wir haben sogar, ne, sogar 17er. Kosten 3,6 Millionen zum Beispiel. Das natürlich mal vergleichen. Wo sind wir denn hier? Hallo? Ah. Das jetzt natürlich mal vergleichen. Weil die haben auch 17er hier drin. Sind sogar teurer, 6,5 Millionen, ciao. Das ist der Unterschied. Die haben halt deutlich teurere Kanonen drin, ne?
die eigentlich besser sein sollten. Aber dadurch, dass die Deutschen halt billigere Schiffe haben, haben sie halt, oder billigere Waffen haben, konnten sie halt mehr Waffen auf die Schiffe stecken und haben deswegen auch die deutlich überlegene Feuerpower aktuell. Man sieht ja, die britische Flotte schon stark ausgedünnt. Da sind kaum noch große Schiffe über, während die deutsche Flotte noch in ihrer kompletten Pracht hier existiert. 20.000 Schaden jetzt aktuell erreicht. Die Trefferquote ist schon besser, ne, auf britischer Seite. 6,3% zu 5,3%. Also fast 1% besser. Aber es langt nicht. Das ist nicht gut genug. Da muss mehr kommen. Da müsste man öfter schießen oder noch bessere Treffer haben. Noch mehr beeindruckenden Schaden machen. Wir sehen jetzt hier, die Colossus sinkt, Royal Oak sinkt, die Prince Consort sinkt, die Lion sinkt. Die CA Europa, interessanterweise. Wenn die wüssten, dass es ja eigentlich heutzutage Britannien und Europa gar nicht mehr gibt. Weil natürlich damals gab es auch kein Großbritannien in Europa, weil damals gab es noch kein Europa. Aber die bekommen jetzt hier auch guten Schaden ab, die Europa. Von allen Seiten. Total Bullshit, die kriegt gar keinen Schaden ab. Die wird komplett ignoriert. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, die bekommen guten Schaden ab, aber eigentlich kriegt sie gar keinen guten Schaden ab. Ich laber einen Quark. Hat immer noch nicht fokussiert. Also die deutschen Kriegsschiffe fokussieren sich jetzt erstmal auf die anderen Schiffe im Hintergrund, vor allem die ganzen Schlachtschiffe. 10 Schlachtschiffe hatten beide Seiten bei Spielbeginn und die Briten haben auch noch ihre kompletten Schlachtschiffe. Genauso wie Deutschland. Beide Seiten haben noch ihre kompletten Schlachtschiffe. Jetzt wird die Europa ein bisschen fokussiert. Und ich bin gespannt, welches Schlachtschiff zuerst sinkt. Sinkt ein deutsches oder sinkt ein britisches zuerst? Weil wir die BB Odin, also das Schlachtschiff Odin, das könnte jetzt hier echt gleich in Flammen aufgehen, weil die Briten jetzt hier gerade die sich rauspicken und da fackelt es aber mal übel an Bord, glaube ich. Das halbe Schiff steht in Feuer. Was ist da? Torpedo? Oh, Torpedos kommen. Oh, oh. Oh, oh. Odin. Jetzt aber schnell zweiten Gang nach links drehen. Ah, das kann ganz knapp werden und da haben sie richtig Glück gehabt. Aber das heißt noch nicht, dass der Rest der Flotte in Sicherheit ist. Das müssen wir abwarten. Aber davon abgesehen, die kriegen jetzt hier gerade so hart auf den Sack. Die Odin dürfte das erste Schlachtschiff werden, was jetzt hier untergeht gleich. Die Europa hingegen, der geht es noch ganz gut. Smarter Move, die Europa vorzuschicken, um den Damage abzufangen und die eigenen Schlachtschiffe da entspannt dann andere Schiffe fokussieren zu lassen, wie die Odin zum Beispiel. Hier kommt die nächste Welle von Torpedos. Und die Odin, ja, die Odin ist das erste Schlachtschiff, was sinkt tatsächlich. Ein schwerer Schlag eigentlich für die deutsche Flotte jetzt hier. Die Europa geht jetzt auch schon unter. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Wie entwickelt sich das Ganze jetzt hier? Wir sehen hier zum Beispiel noch einige CAs ganz weit hinten. Ansonsten der Großteil der britischen Flotte hier noch auf dem Haufen. Die Schlachtschiffe größtenteils leicht beschädigt, viele noch ohne Schaden. Trefferquote 11% zu 4,8%. Das ist ein echt krasser Unterschied, muss ich sagen. Das ist schon krass, diese Damage-Trefferquoten. Da ist natürlich dann doch die Frage, hat die britische Marine doch noch eine Chance, sich den Sieg zu holen? Die Berlin, die Württemberg und die Graf Spee sind jetzt die nächsten Ziele der britischen Flotte. Sind halt hier auch abgetrennt vom Rest der deutschen Marine. Versuchen sich jetzt hier allerdings aus der Schusslinie zu bringen. Jetzt die Trefferquote sollte wieder sinken, wobei, nee, immer noch sehr, sehr gute Trefferquote. Aber die deutsche Marine schießt sich jetzt aktuell so ein bisschen hier auf die Hauptflotte einer Briten. Die Undaunted dürfte jetzt gleich sinken. Was haben wir hier? Was ist da unten im Wasser? Das ist noch die Royal Oak, die King George, also King George, König George, der Fünfte, der bekommt auch auf die Schnauze. Aber die Damage unter, also die britischen, also dadurch, dass sie deutlich mehr Treffer landen, die haben jetzt auch insgesamt mehr Treffer gelandet, haben aber deutlich weniger Schaden gemacht. Ist es interessant. Die Enterprise. Die Berlin sinkt.
Müsste das hier sein, ja. Berlin geht unter. Nachdem auch das Schlachtschiff Odin schon versenkt wurde. Dafür dürfte aber auch gleich auf anderer Seite die Enterprise sinken. Ja. Geht jetzt auch unter. Die Enterprise ist ebenfalls Geschichte. Jetzt dürften sie wahrscheinlich sich auf die Amphitrite fokussieren. Die Nelson sieht mir auch ein bisschen outside of the box aus. Wir haben jetzt noch 8, 10, 13, 15, 9, 20 Schiffe zu 7, 9, 10, 15, 20, 23, ja, 28, gut. Also 8 Schiffe mehr auf deutscher Seite aktuell. Weil natürlich, oh, die Amphitrite sinkt. Sinkende Schiffe mussten natürlich dann noch wegrechnen, aber beide Seiten haben ja aktuell Verluste. Und jetzt haben wir hier vorne ein Schlachtschiff. Sorry, zwei Schlachtschiffe und einen leichten Cruiser. Und die dürften jetzt hier wahrscheinlich die nächsten Targets sein für die deutsche Marine. Und das ist interessant. Aber hier auf der anderen Seite die Helgoland, die jetzt Ziel der britischen Marine ist. Aber die Helgoland gibt natürlich nicht einfach so auf. Hier auch komplett Feuer an Bord. Die Pionier sinkt. Nächstes Schiff der britischen Flotte, was einen Abgang macht. Die Helgoland, die hält natürlich trotzdem was aus. Aber... naja. Wie Sie sehen, sieht es an Deck nicht mehr ganz so gut aus bei der Helgoland. Das zweite deutsche Schlachtschiff sinkt, während die Briten noch kein einziges Schlachtschiff verloren haben. Das ist dann doch, trotzdem spricht das für die britischen Schiffe ein bisschen, für die britischen Schlachtschiffe. Zwar schafft die deutsche Flotte es, die ganzen einfachen Kreuzer, Zerstörer, Torpedoschiffe zu zerstören, Battlecruiser oder Schlachtkreuzer, aber die Schlachtschiffe, die kriegen sie nicht kaputt. Während die Briten die deutschen Schlachtschiffe schon kaputt bekommen. Wir sehen ja, die Helgoland haut jetzt ab. Frage ist, ob sie ja noch wegkommen. Das ist halt das Ding hier. Kommen jetzt hier gerade schon hart auf die Schnauze. Das ist eigentlich oben alles schon zerstört. Einzige, was immer funktioniert, sind die Kanonen. Weil die großen Dinger auch kaum mehr Munition haben. Ja, nur noch 49 Munition. Ammo left. HI hat man noch jede Menge über. Ist aber irrelevant. Jetzt geht's unter. Das zweite Schlachtschiff, was sinkt. Odin und Helgoland. Zwei Schlachtschiffe gehen unter. Und die Briten haben noch alle Schlachtschiffe. Dafür sinken die kompletten Begleitschiffe alle weg. 10, 13, 16, 17. Naja, aber man hat halt schon zwei... ja, ist halt die Frage. Kann man die Schlachtschiffe ausgleichen? So ein Schlachtschiff, wenn drauf geht, das tut deutlich mehr wie als alle anderen Schiffe. Deswegen sind wir uns mal noch nicht zu sicher, dass die Deutschen das Ding hier gewinnen werden. Mit der Jupiter sinkt in der Zwischenzeit das erste britische Schlachtschiff. Die Deutschen haben seit... oh, die Graf Spee. Odin geht unter, Graf Spee geht unter... Damage ist 118 zu 44.000, die Trefferquote enorm, 14%. Man hatte gemerkt, nachdem dann die Schlachtschiffe auf britischer Seite übernommen haben, weil alles andere kaputt war, ist die Trefferquote auch einfach deutlich besser geworden. Die Briten teilen noch weiter aus. Es geht dann auch irgendwann die Munition aus. Wir schießen hier schon den ganzen Tag mit HE-Munition. Die haben schon gar nichts mehr. Die haben, ja doch, die haben auch noch AP-Munition, die haben keine HE-Munition mehr. Aber es ist deutlich ruhiger geworden, ne? Wie wir sehen. Es wird kaum noch geschossen. Alle Seiten sehr entspannt. Die britischen Schiffe hier auf der rechten Flanke schauen sich das Ganze noch entspannt aus der Distanz an. Aber wir sehen halt auch die deutsche Flotte. Also wenn man sich mal die Flotte des Kaiserreichs hier so anschaut. Die eigentlich noch fast vollständig vorhanden ist. Ja, wir haben jetzt noch 5, 7, 10, 16, huch, okay. 8... 12, 14, 17, 19, 1, 24 zu 9, 11, 14, 15. Also 9 Schiffe mehr. Aktuell. Eins geht auch noch unter. Die King George, die kommt auch gut ab. Auch hier die Nelson wird gleich untergehen. Dann läuft es hier alles auf den Sieg raus. Ja, Nelson geht unter.
Damit können sich die deutschen Schiffe... Ah, wobei, eins ist nochmal hier weggekommen. Oh, Caesar sinkt auch. Caesar sinkt, Nelson sinkt. Jetzt gehen die ganzen britischen Schlachtschiffe baden. Auch die King George wird wahrscheinlich demnächst noch ihren Untergang feiern. Da gibt es ja noch einige Schlachtschiffe, die komplett keinen Schaden bekommen haben. Die Britannia, die Duncan. Aber mit dem Verlust des nächsten, des dritten Schlachtschiffs, denke ich mal, ist das Ding hier doch. Lord Nelson, die Africa ist noch mit dabei. Aber alles in allem dann doch ein relativ deutlicher Sieg für das deutsche Kaiserreich an der Stelle. Und da geht die King George ebenfalls baden. Damit verbleiben auf britischer Seite nur noch ganz wenige Schiffe. Die Deutschen in der Zwischenzeit mit doppelt so viel Schiffen gegenüber den Briten. Und damit, denke ich mal, können wir an dieser Stelle dann doch einen Sieger küren. Und der heißt Deutsches Kaiserreich. Und zwar deutlich. Die Duncan geht auch noch unter. Okay. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so schnell untergehen. Aber ja, da fackelt das komplette Schiff. Komplettes Schiff steht in Flammen. Gibt nur keine Leute, die hier panisch ins Wasser springen. Das sind zwar Boote, die simulieren sollten, dass da wahrscheinlich Leute sich jetzt verkrümmen würden. Aber Deutschland ist auch in der Zwischenzeit. Und Afrika sinkt auch. Alter, jetzt geht's aber. Okay. Die kassieren jetzt gerade so viel Treffer. Auch die Trefferquote ist 14%. Aber auch die der Deutschen ist besser geworden. Aber jetzt sinkt die komplette britische Flotte. Ja, und damit will ich an der Stelle sagen, wir sind fertig. Die Deutschen haben gewonnen. Weitere Ideen für solche Schlachten gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder zu den größten Schlachten hier in Ultimate Admiral Dreadnoughts. Macht's gut. Tschüss.